Freunde, willkommen! Wir schauen heute TikToks mit dem einzig wahren TikTok-Profi-Reactor. Wow! Und zwar nicht irgendwelche TikToks, sondern wir schauen, ach hier ist die Kamera bei dir. Genau. Wir schauen VFX-TikToks, das heißt, wir schauen uns die krassesten, wackesten und coolsten Effekte an, die TikTok zu bieten hat. Die wackesten sind von dir, die coolsten sind auch von dir. Let's go, okay. Ich habe alles vorbereitet. Und zwar bin ich voll der Profi. Wir geben jetzt einfach VFX bei TikTok ein, drücken Enter. Da kommt doch niemals was Gutes. Oh, das sieht gut aus. Und dann klicken wir einfach aufs Erste. Und dann gucken wir uns das ja. Es ist auf einmal andere Sachen. Ich wollte auch das Video jetzt gucken. Oh. Oha. Oha. Ja. War ganz cool. War smooth auf jeden Fall. War smooth. Aber die Blitze sind doch komplett einfach mit Paint gemacht, oder? Die sind auf jeden Fall nicht so geil. Josh, das geht besser. Also die Blitze, die weiß ich jetzt nicht. Wenn man sich das mal so anguckt, ist so Tor auf Wish bestellt. Ja, einfach. Ich fand den Sprung aber ganz geil eigentlich so. Also der Sprung hier. Der war smooth. Der war smooth. Weißt du, was smooth war? Es hat immer der Shake letztendlich. Ein bisschen Bewegungsunschärfe. Einfach und Kameramann kurz einen Anfall kriegen. Das Problem an den Blitzen ist, die sind einfach zu wenig hell. Blitze sind halt einfach so noch heller. Das sind einfach Plasma. Das ist einfach Plasma. Das ist so heiß, Plasma, dass die Luft ja anfängt zu brennen. Kann ich hier einfach drauflegen und gucken, was nächste? Ja. Ja, let's go. Can you guys just shut the fuck up for like 2 seconds, please? Oh, krass. Das ist cool. Ey, die ist ja voll cool drauf. Das ist ja voll cool. Das war actually cool. Das war richtig cool. Das war smooth auch. Ja. Die Effekte sind jetzt nicht smoother als bei dem anderen. Shame die doch nicht. Die hat gerade erst angefangen. Entschuldigung. Die Arme. Nee, war absolut scheiße, die Effekte. Nur so jetzt am Rande so. Ich will die gar nicht beschützen. Die waren richtig scheiße. Du hast gesagt, soll die fronten? Nee, die Idee war nicht aber cool. Die Idee war cool. Tutorial. Cool, okay, ist ein Tutorial jetzt hier. Things you need. Wir brauchen ein Phone, ein Overlay und eine Your Mom. Ach so. Was macht sie denn überhaupt? Weißt du, wie sie aussieht? Kennst du Anna Cola? Ist eine Pornodarstellerin? Nein, TikTokerin. After Effects, Spider-Man, Tracking. Können wir noch folgen? Die macht es aber manuell, das Tracking gerade. Das ist schon sehr cringe. Puppet Tool. Und dann hast du einen Spider-Man. Also ich will mal so sagen, mein Spider-Man sah cool aus. Oh, das ist nochmal Spider-Man? Der Spider-Man. LOL. Boah, Digga, Höhenangst kriegt einfach. LOL. Aber das ist ja alles 3D gebaut. Ja, das ist alles 3D, aber das ist cool. Das ist cool gemacht, ja. Aber ich finde, die Gebäude sind ein bisschen sehr flat auf jeden Fall. Ja, aber der hat ja gar keine Texturen, oder? Ja, so richtig nicht. Aber das war cool. Hey, man. Lol. Das war ganz cool. Das war ganz cool, ja. Wer kennt's nicht? Bus verpasst. Schwieriger Moment. Oh mein Gott, I'm late. Best Acting. 10 Euro fliegt weg. Ey, sieht das gut oder schlecht aus? Oh, geil aus. Das war geil. Das war geil. Das war geil. Okay, I'm impressed. I'm impressed. That was sick. Did you see that? Acting 10 von 10. That was sick. That was sick. Here's how I made my water monster attack Jason Derulo. Krass, warum kannst du sowas machen? Ich kann sowas. Ich habe sogar genau das Programm benutzt für Fidget Spinner. Ja, M-Play finde ich. Das ist Houdini. Ja. And simulated water growing into the shape of it. I then combine these two elements together. Wie lange dauert sowas? So ein Rendering? Lange. Wasser ist so das Schlimmste, was du deinem Computer antun kannst. Wenn du deinem Computer das Wasser gibst, dann wird er wahrscheinlich kaputt gehen, weil der verträgt kein Wasser. Ah. Das sind Millionen von Partikeln, die quasi alle von deinem Computer berechnet werden müssen. Das heißt, 5-6 Stunden wird das bestimmt gedauert haben. Dann rechne ich lieber direkt auf Papier aus. Kannst du einfach aus Papier ausrechnen, weißt du, so Punkt vor Strich und dann geht's los. Das ist schon echt strong. Also das sieht auch echt smooth aus. Aber ist es nicht einfach nur eine Engine? Ja, also du machst eigentlich den Charakter, animierst den. Fuck, ist das Jason Derulo? Das ist Jason Derulo, ja. What the fuck? Und dann sagst du quasi den Partikeln, ey, du hast hier diesen 3D-animierten Charakter und dann folgt diesen Trail, also von dem Körper entstehen da quasi Wasserfunken. Ah. Ja. Glaubst du eigentlich, Jason Derulo sagt bei seinem eigenen Konzert vor jedem Song Jason Derulo? Ich glaube, der wacht auf morgens und sagt dann erstmal Jason Derulo. Tschüss Jason Derulo, weiter geht's. Oha, Alter. Einfach Glitch in der Matrix, das ist pretty cool. Das ist cool. Das ist voll trippy. Kannst du es auch? Kannst du es auch? Ich glaub, wie würdest du es machen? Wie ich das machen würde? Ja. Also, das unten ist erstmal nur ein Bild, ne? Ja. Und ja, du hast ja den Boden, ne? Das wird dann einfach, das ist ja das 3D, dreidimensionale. Richtig. Also drüber layers eigentlich letztendlich und dann tracks. Aber wie würdest du diesen Effekt hier machen? Dass es so wegbricht wie so ein Tuch. Da hole ich mir doch einfach die Unreal Engine und. Ist gar nicht so falsch. Oh, guck mal. Na, guck mal der. Guck mal hier. Hammer. Irgendwie was gelernt. Oh, Gara. Oh, geil! Oh, das sieht doof aus. Das ist ja doof. Alter, krass. Also, kannst du das mal mit mir machen? Ja. Sollen wir dich in Gaara verwandeln? Boah, Gaara war so mein Favorite damals. Ja. Sollen wir machen? Einmal Gaara Cosplay. Wir machen so eine Naruto-Folge. Aber das muss so aussehen. Ja. Okay. Er muss aber nach Köln kommen.
Ich schick dir diese Greenskin-Aufbau. Nein. Auf gar keinen Fall lass ich dich den Greenskin aufbauen. Aber das war sick. Boah. Alter, das ist Unreal Engine. Sowas von, ich sehe die 3D-Modelle doch. Was kommt denn jetzt? Das ist ein Loop wahrscheinlich, oder? Coca-Cola Placement. Ja, okay. Weiß ich jetzt nicht. Yeah, but at least he's trying. He's trying. Hey, jeder fängt mal dein erster Effekt da auch scheiße aus. Mein erster Effekt war direkt Transformers. Das ist bei mir zum Beispiel anders. Bei mir war der erste Kurzfilm direkt grandios. Nicht Spaß. So stelle ich mir TikTok-Effekte vor. Mm. Aus clean. Es ist nichts. Oh, okay. Alter. Das ist ja krass gemacht. Das ist ja geil. Das ist geil gemacht. Ich finde das komplett crazy. Lustig vor allem. Hey, ich finde das voll komplett funny. Das ist ja voll geil. Also das ist clean auf jeden Fall. Das war ein Crack. Das ist vor allem fucking kreativ. Mega kreativ. Ich kriege manchmal einen Schock, wenn man es sieht. Ja, voll. Ich fand das Geilste war dieser Rasen, Alter. Was spricht uns denn hier an? Das da? Das sieht doch kacke aus. Harry Potter. Ja, das. Oh, das, okay. Okay, das war ganz cool. Ich weiß genau, welches Tutorial der gesehen hat. Deins oder was? Nein. Ah, Thor schon wieder oder was? Oh, das Rotoscoping hätte ich ja gar keinen Bock drauf. Oh, das sieht nice aus. Das war fresh. Da war doch ein bisschen inspired von unseren Hey Ju-Effekten, muss man schon lassen. Muss man schon sagen. Ja. So, ne? Und kommt das Haus wieder zurück? Ach, Digga. Ich hab die After Effects-Pfeil. Du hast die Pfeil noch? Ja, ich baue das selber noch. Maske gesetzt. Twixter? Ja, da sieht man den Twixter. Was ist Twixter? Da kannst du super krasse Slow-Motion quasi simulieren, indem du 50 Frames hast und der dann aber noch zwischen Frames animiert, also selber herstellt, generiert und du dann eigentlich so auch 10.000 Frames haben kannst. Also 50.000 kannst du in 10.000 Frames strecken, aber dennoch ist Twixter nicht so perfekt und hat dann manchmal so ein paar Fragmente, die er hinterlässt, also dieses Plugin. Ja. So wo Flying Pan das gemacht, Freunde. Nee. Ey, die machen immer diese Blitze die ganze Zeit. Oh, Spider-Man. Das sah kacke aus. Das war janky. Oh, das ist cool. Das Netz ist clean. Das Netz ist clean. Aber das springt da so ein bisschen. After Effects King. Immer Blitze, ne? Immer Blitze. Immer Chromatic Aberration ohne Ende. Aber ey. At this age. Er ist jung. Keep going, bro. Dieses Venom-Ding sieht krass aus. Never giving credit where it's due, cause you don't like pussy in power. Venom. Oh, guck dir die Veins sind so. Das war krass. Man kann sagen, diese Veins waren so, weiß ich nicht, aber das ist krass. Aber das hat die ja nicht gebaut. Das sieht ja aus wie aus dem Film, holy shit. Aber dann ist das aus dem Film wahrscheinlich einfach rausgeschnitten. Ja, irgendwie so, also das war krass. Aber sehr, sehr. Holy shit. Kennst du Jalex Rosa? Nee, noch nicht. Alter, der ist krass. Der ist gestört. Mhm. Alter. Ist das denn zusammengebaut? Das hat er nicht alles. Ja, das hat er alles 3D animiert. Der Typ ist komplett krass. Hier, warte. 30 Tage hat er geeditet da dran. Boah. Das ist krass, Alter. Ist das geil. Der macht nur so kranke Sachen. Hier, warte. Mach mal Arcane-Dingens da. I edited it for 2 weeks. Also er selber? Ja, ist er selber. Boah. Komplett krass. Krass. Scary VFX. Boah, die Lego-Figur sieht auch richtig kaputt aus, oder? Das ist ein kompletter Channel. No, we have Lego at home. Ich find's aber schon irgendwie auch ein bisschen cool. Du nicht? Jo, geht! Yo, the pizza's here. Boah, Motherfucker! Oh, nee. Mario, scheiß aber weg jetzt hier. Tschüss.